Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin eure Lara und in diesem Video geht es uns um den Dschungel. Ich habe mir Master Yi ausgewählt. Jo, könnt ihr auch mal austesten, aber ich finde ihn nicht so geil. Vor allem Ranked ist das ein bisschen schwierig. Gerade in der Meta ist er nicht so stark. Aber heute geht es uns um den Dschungel. Und um den Jungler. Erstmal zum Jungle. Der Jungle ist alles zwischen den Lanes. Also hier dieses Waldgebiet inklusive dem Fluss. Der Jungle ist in mehrere Bereiche eingeteilt. Ich muss erstmal Jungle-Items kaufen. Da kauft euch einfach das, was euch empfohlen wird. Da findet ihr das. So. Welche? Also der Jungle ist in euren Jungle eingeteilt, den gegnerischen Jungle, in vier Teile. Also es gibt den Botside-Jungle, das ist einmal hier, euer Botside-Jungle, der gegnerische Botside-Jungle. Dann gibt es noch euren Topside-Jungle oder gegnerischen Topside-Jungle. Je nachdem, auf welcher Seite ihr spielt. Wenn ihr natürlich Red Side spielt, ist das euer Topside-Jungle. Ist ja logisch. In jedem Jungle-Viertel quasi gibt es drei Camps. Hier beim Botside-Jungle gibt es einmal dieses Camp und dieses Camp, beziehungsweise auf der anderen Seite ist das hier oben halt. Und dann gibt es hier noch Blue Topside, einmal hier dieses Camp, dieses Camp und dieses Camp. Also es gibt überall drei Camps. Mal vier, wisst ihr, wie viele Camps gibt es? 12 Stück. Drei auf jeder Seite. Und der Jungler startet immer hier bei den Buffs. Die Buffs sind in diesen Halbkreisen jeweils, also hier, hier, hier und hier, quasi in der Mitte der jeweiligen Quadranten. Und der Jungler startet, wenn er Level 1 anfängt, meist hier. Warum? Er bekommt dadurch immer Level 2, hat dann dadurch eine weitere Fähigkeit. Und es ist üblich, dass die Laner, also wenn ich jetzt Botside starte, ich bekomme irgendwelche Schutzwarnungen, die ich eben mal kurz deaktiviere. Ihr startet immer bei einem Camp und euer Laner helfen euch. Wenn ihr Botside Jungle Botside startet, dann hilft euch die Botlane. Wenn ihr Topside startet, durch meist die Toplane. So. Warum? Damit ihr Level 2 werdet und eine weitere Fähigkeit nutzen könnt. Und ich mache jetzt einfach mal so ein Clear, damit ihr auch mal seht, wie schnell so ein Jungler da durchkommt. Es gilt immer so ein bisschen die Grundregel, es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn der Jungler Botside startet, wird er sein Clear, seinen ersten Clear zumindest, Topside beenden. Natürlich gibt es immer noch ein paar Ausnahmen. Das ist dann aber eher so ein bisschen Twitch oder was weiß ich. Ein anderer Jungler halt, keine Ahnung. Den smiten wir noch. Und ja, dann gibt es noch so einen Shaco, der noch einen anderen Clear hat. Kane hat auch noch einen anderen Clear. Aber eigentlich ist das so euer Clear, sag ich mal. Wir versuchen jetzt hier einfach mal mit Master Yi uns hier durchzujungeln. Am Anfang ist das immer so ein bisschen schwierig. Wir haben auch gleich unser Level 3. Und ihr könnt euch merken, bei Minute 3 wird der Jungler sein Level 3 haben. So, und dann ist es halt meist so, zwischen Minute 3 und 3,45 muss halt, wenn er jetzt Botside gestartet, Top und Mitte aufpassen, weil der dann hier rauskommen wird bei Minute 3, circa. Wir gangen jetzt nicht, weil wir haben keine Gegner, keine Mates, die uns irgendwie helfen, weil wir halt komplett alleine hier sind. Und wenn er halt Topside startet, also Topside geleasht hat, wenn die zum Beispiel später kommt, dann wisst ihr, dass er entweder Bot oder Mitte kommt. Das wird er halt dann bei vielleicht jetzt erst ganken bei Minute 3,45, danach wird er nicht mehr kommen. Wenn er nicht ganken kommt, ist es wahrscheinlich, dass er Counter jungelt. Das bietet sich aber auch nur in gewissen Fällen an. So. Als Jungle, ihr könnt euch merken, wenn ihr jetzt euer Jungler oder der Red Side Jungler hier angefangen hat, also euer Jungler und der gegnerische Jungler hier, dann kann es gut sein, dass ihr invadet, weil dann wird euer Jungler dieses Camp machen und dann hier rüber gehen. So wie ich es gemacht habe auf der genau anderen Seite. Und dann wird er die beiden Camps wegnehmen. Wenn er nicht gankt, dann wird er das jetzt wahrscheinlich machen, außer es ist ein Silber Jungler oder Bronze Jungler, der seinen Clear mit 10% Leben beendet hat. Und dann einfach nicht mehr hingehen kann, weil er zu low ist. Wir waren jetzt mehr oder weniger full life am Ende des Clears. So. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Und das ist der Clear. Ich habe euch ja erzählt, wann ihr wie aufpassen müsst mit dem ersten Gank bezüglich.
Und dazu ist es halt wichtig, dass man den Clear versteht von dem Jungler und wie er cleart. Und das ist auch für Jungler interessant, weil die dann halt wissen, wann man wie, wo man es was macht, also wie man cleart. Es ist für einen Jungler, gerade in dieser Season, ist es wichtig, early gut zu clearen. Natürlich auch zu ganken nebenbei, aber guter Clear ist immer wichtig. Und deswegen ist es immer gut, wenn man wenigstens eine Seite komplett gecleart hat. So wie ich das jetzt mache. Zwischendurch würde man natürlich noch ganken, deswegen bin ich jetzt ein bisschen schneller als ein normaler Jungler. Aber overall ist das so der Clear. Wichtig ist, dass eine Seite halt komplett gecleart ist. Das seht ihr auch an den gelben Punkten, wo Camps ab sind und wo nicht. Beziehungsweise bei den Gegner-Camps kann man es nicht sagen. Weil die sind immer gelb, damit man nicht einfach weiß, wo der Jungler ist. Das wäre ein bisschen zu gemein, wenn man das immer sagen könnte. Und deshalb ist es wichtig, für einen Jungler immer gut geklärt zu haben. Kommen wir nun zum Smite. Wenn ich zum Beispiel jetzt als Jungler low bin, dann smitet ihr. Smite ist der Summoner-Spell, den ihr als Jungler benutzt. Das ist der hier. Der hat zwei Aufladungen und restort sich alle 1,5 Minuten. Habt ihr halt eine Aufladung. Und genau, das ist für euch recht wichtig. Ihr wollt als Jungler euer Smite benutzen, um das Camp zu finishen, sag ich mal, weil ihr dann am meisten Leben zurückkriegt und dem Camp am meisten Schaden macht. Smite macht Schaden auf Monster, also zum Beispiel auch auf die Jungle-Camps, und heilt euch in diesem Prozess, wenn ihr es auf einem Jungle-Camp macht. Deshalb nehmt ihr Smite mit. Aber nicht nur deswegen, sondern ihr braucht Smite, um euer Jungle-Item überhaupt kaufen zu können. Ohne Smite könntet ihr gar kein Jungle-Item kaufen. Das muss man vielleicht auch mal mit dazu sagen. Viele wissen das nicht. Aber ohne Smite braucht ihr nicht. Könnt ihr euren Jungle nicht machen. Wenn ihr kein Smite habt, braucht ihr gar nicht erst anzufangen zu spielen als Jungler, weil ihr bekommt viel weniger Erfahrung, weil ihr euch das Jungle-Item nicht leisten könnt. Ihr habt mega Probleme, um im Jungle zu überleben, weil das Jungle-Item gibt euch mega Survivability, die ihr sonst nicht hättet. Weil die Jungle-Camps euch einfach zu viel Schaden machen würden. Selbst jetzt war es schon knapp und Master Yi ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er Probleme hat im Jungle. So. Also Smite ganz wichtig. Dann, der nächste Punkt ist auch mehr auch für die Laner interessant, aber auch für den Jungler. Ich habe euch gesagt, es ist wichtig, dass ihr Camps farmt und dass ihr die möglichst effektiv macht. Damit ihr nicht behind fallt. Aber es gibt so ein gewisses Grundregelwerk, wann man genau was macht und wie man an die Sache rangeht. Man muss nicht alle Camps immer farmen, denn man will ja auch ganken. Aber es gibt so gewisse Timer. Zum Beispiel sind das die Buffs. Die Buffs, also der und der, beziehungsweise auf der anderen Seite, das sind auch diese, die von dem Symbol hier, seht ihr ja dieses komische Symbol da, was so ein bisschen größer ist, das sind die Buffs. Und ihr wollt quasi, sobald die Buffs respawned sind, jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, eine Minute, weil ich vorher den Drake gemacht habe. Ihr wollt die Buffs geklärt haben, sobald sie eigentlich abkommen. Das Ganze hat auch einen Grund, dazu komme ich jetzt auch. Und zwar, erstmal geben die euch am meisten Gold, beziehungsweise nicht mehr, aber die geben euch mit am meisten Gold und die geben euch auch mit Abstand die meiste Erfahrung. Und ein Jungle Camp funktioniert so, sobald ihr es komplett geklärt habt, also dieses Camp ist jetzt geklärt und das respawnt jetzt in 2 Minuten. Also es respawnt nach einer gewissen Zeit, nachdem ihr es geklärt habt, komplett. So funktionieren Jungle Camps. Und deshalb wollt ihr die Buffs machen, sobald sie wieder da sind. Nicht nur die Buffs, auch andere Camps, aber hauptsächlich die Buffs. So. Und deshalb ist es halt auch effektiv zu farmen. Natürlich, manchmal eben nicht. Da müsst ihr halt eher vielleicht auch mal ganken. Also nicht Power Farmen, wie ich das jetzt mache. Wir heilen uns noch ein bisschen. Wir haben ja unsere Survivability. Und das Ganze könnt ihr auch hier an den Timern ablesen. Als Jungler, ich erkläre euch mal kurz, was die Aufgabe ist. Viele, vor allem Laner, würden sagen, die Aufgabe des Junglers ist zu ganken. So öfter als der gegnerische Jungler. Aber das ist halt nicht so. Das Wichtigste ist, dass ihr die Objectives bekommt als Jungler. Nicht nur die Objectives im Jungle, also Baron und Nash. Baron und Nash.
Das ist beides dasselbe. Also Shelly hier, was ich gerade mache, und die Drachen. Und dann irgendwann auch mal den Baron. Nein, auch andere Sachen sind recht wichtig, wie zum Beispiel auch Türme. Das heißt zum Beispiel jetzt, wenn ich erfolgreich hier mein Clear beendet habe, dann will ich ganken. Ich demonstriere das jetzt einfach mal, indem ich hier pushe. Das mache ich in Form von Ganken. Der Gegner ist jetzt entweder low und musste recallen, oder wir haben ihn einfach gekillt. Das geht natürlich auch. Das wäre natürlich optimal. Wir kriegen übrigens viel weniger Gold, wenn wir Lane Minions farmen. Deshalb farmt man als Jungler auch eigentlich keine Lane Minions. Ich pushe jetzt einfach nur mal aus. Und dann könnte man den Herald machen oder den Herald sogar spawnen, um vielleicht sogar mal eine Tower zu kriegen. Also auch Tower zählen als Objectives. Und jetzt, so ab Level 6, so ab Minute 8, ist es halt sehr schwer zu sagen, wo der gegnerische Jungler ist. Aber man kann es immer noch so, es gibt so ein paar Faustregeln, woran man eigentlich ziemlich sicher sagen kann, wo der Gegner ist. Und das ist für die Laner auch interessant, denn die Laner wollen natürlich nicht gegankt werden. Oder wenn sie gegankt werden, wollen sie wissen, von wo aus und damit sie sich vorbereiten können. Ich habe ja schon gesagt, bei Minute 3 bis 3:45, wo der Jungler etwa ganken wird. Wenn der Bot startet, wird er Top oder Mitte ganken. Wenn er Top startet, wird er Mitte oder Bot ganken. Das seht ihr halt, je nachdem, welcher Laner verspätet auf die Lane kommt. Da hat er halt angefangen meist. Außer jetzt sowas wie Twitch oder Kayn. Oder Shaco oder Ivern. Das ist was anderes. Aber ansonsten kann man es eigentlich immer so sagen. Vielleicht habe ich noch einen vergessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte: Ein Jungler wird immer bei seinen Objectives sein und vor allem bei seinen Buffs. Und wenn ihr den Jungler eliminieren könnt, beziehungsweise neutralisieren könnt, sodass er keine erfolgreichen Ganks macht, weil ihr wisst, wo er ist, oder ihn sogar dann campen könnt, wenn ihr wisst, wo er ist, und killen könnt. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Advanced-Strategie, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das sagen könnt und ihm keine Kills gibt, dann habt ihr, und euer Jungler halt besser dran ist, dann habt ihr eine sehr gute Advantage und könnt einiges machen. Jetzt spawnt der Drache. Ihr könnt euch zum Beispiel sicher sein, wenn der Drache spawnt, wird der Jungler versuchen, irgendwie Bot oder Mitte zu ganken, damit man dann gemeinsam hinter den Drachen macht. Ich habe jetzt keinen Bot und Mitte, deswegen mache ich den einfach so. Der Jungler wird immer versuchen, in der Nähe von seinen Objectives zu sein. Also hier vom Drachen oder halt von dem hier. Bis Minute 20. Dann natürlich nicht mehr. Dann nur noch Drachen. Das könnt ihr euch eigentlich merken. So funktioniert der Jungle. Die Frage ist, jetzt fragt ihr euch, woran weiß ich, ob die Camps ab sind oder nicht? Das ist ganz simpel. Und zwar, wenn ihr Tab drückt, ich drücke jetzt einfach mal Tab, dann seht ihr hier, das hier sind die Buffs von dem Gegner von Red Side und das ist von Blue Side. Wir sind jetzt Blue Side, deswegen sind nur die interessant. Wir sehen zum Beispiel der Red Buff, der spawnt jetzt gleich in 2 Sekunden. Da ist er wieder gekommen. Und dann wird der Jungler auch da sein, um sich den abzuholen, denn ich habe euch ja erklärt, wieso. Er gibt halt viel Gold und viel Erfahrung. Deswegen wird er den machen wollen. Auch das gleiche gilt für den Blue Buff, denn das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich rüberrennen, um den Blue Buff zu machen. Natürlich im Early Game mehr als im Late Mid Game, weil da wird er auch oft irgendwo anders gebraucht und so, da macht er es nicht immer. Aber so als Faustregel, ich sag mal, bis im Early Game, bis Minute 15 oder so, kann man das eigentlich so sagen. Jetzt spawnt der Blue Buff gleich wieder, das heißt, der Jungler wird dann bald kommen, um sich den abzuholen. Als Laner kann man dann natürlich sagen, okay, auch ich camp den jetzt da oder einfach um zu wissen halt, wo er ist. Das ist eine recht wichtige Information. Und dann wisst ihr jetzt zum Beispiel, der Herald kommt auch gleich wieder ab. Ich will kurz die Timer erklären, welcher für was steht, denn daraus könnt ihr eigentlich immer ganz gut schlussfolgern, wo der gegnerische Jungler sich momentan höchstwahrscheinlich aufhält. Wir kaufen uns kurz unsere Items, die wir haben wollen. Und zwar dann gibt es noch so ein Blade, was wir haben wollen. So, kaufen wir uns erstmal nur Attack Speed. Ich laufe schon mal hin. Also, es gibt diese Sachen. Einmal der Red Brambleback hier auf der Seite. Das ist der. Dann das ist halt hier. Der ist halt da.
da, komplett gespiegelt, und der ist halt da. Das sind halt die Buffs auf ihrer jeweiligen Seite. Das ist Blue Side, das ist Red Side. Dann gibt es noch das ist der Drache. Und das ist hier. Dann gibt es noch Shelly. Der verschwindet dann auch bei Minute 20, also dieser Timer, weil es ihn dann halt. Weil der gibt es ab Minute 20 mehr, da kommt dann Baron. Und das hier, ihr seht, 5 Minuten bis Minute 20, dann kommt halt dieser Baron. Und ihr könnt euch quasi merken, dass der gegnerische Jungler versuchen wird, das zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel, eine Sache muss man aber auch sagen, ihr seht es natürlich auch auf der Karte, aber wenn hier das zu sehen ist, heißt nicht unbedingt, dass der auch da ist. Wenn der gegnerische Jungler sneaky ist und sich denkt, yo, ich mach den einfach mal, oder das macht er, und dann, er ist jetzt weg, weil ich den gemacht habe. Aber wenn der Gegner ihn macht, ist er immer noch auf der Map zu sehen. Und das heißt nicht unbedingt, dass er noch da ist. Das muss man vielleicht auch mal mit dazu sagen. Und deshalb sind die besten Deep Wards eigentlich auch immer am Buff. Weil man dann sieht, wenn er zu seinem Buff rennt oder wenn der Buff gemacht wird. Und das ist eigentlich die Buff-Timer und die mehr die Buff-Timer als die Objective-Timer, aber in High-Elo auch die Objective-Timer sind ein sehr guter Anhaltspunkt, um zu sagen, wo der gegnerische Jungler ist. Und das bringt euch halt super viel. Also mein Tipp an euch, orientiert euch an den Timern. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Tipps für Lanern. Ich habe, glaube ich, genug gesagt zu dem Jungler. Also wie ihr als Jungler farmt, ihr wollt halt immer bei euren Buffs sein, bei euren Timern, an der richtigen Stelle sein. Wenn der Drake spawnt, wollt ihr am Drake sein, wenn Shelly da ist. Also Herald, wollt ihr am Herald sein und so weiter. Das habe ich ja schon erklärt. Kommen wir nur noch zum Laner ein bisschen kurz. Das ist aber auch gleich durch. Das Video geht ja auch schon voll lange. Und zwar, wie gesagt, bei Minute 3 müsst ihr aufpassen. Orientiert euch an den Timern. Kleine Tipps noch für euch. Nutzt den Jungler die Sicht, wenn ihr Sicht auf den Jungler habt, aus. Ihr habt zwar keine Sicht, aber ich habe euch erklärt, wie man trotzdem wissen kann, wo der gegnerische Jungler etwa ist. Ich habe jetzt wieder Shelly gespawnt. Wenn ihr den macht, könnt ihr den halt spawnen, ne? Und wenn ihr zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt Botlaner oder Supporter oder Midlaner, ihr seht, der Jungler ist hier, dann nutzt das aus. Also der gegnerische Jungler hat gerade top gegankt, dann geht hier in den Wald, weil wer soll schon in den Wald rein sein? Der Jungler ist ja gerade wo ganz anders und so schnell kann er nicht hier hin. Dann könnt ihr halt zum Beispiel hier warden. Dann seht ihr, wenn er an seinem Buff ist. Oder ihr geht noch tiefer rein, ist auch ein super Ward. Und wardet hier den Eingang, wenn ihr seht, wenn er reingeht. Denn dann, wenn ihr seht, wenn er reingeht und ihr in einer guten Position seid, dann könnt ihr auch hier reinlaufen. Und wenn ihr stärker seid, das seid ihr oft, könnt ihr ihn killen. Also nutzt die Ressource aus eurer Sicht, um den gegnerischen Jungler zu spotten, um ihn möglichst gut zu punishen. Gerade in Low Elo ist das sehr effektiv. Als Midlaner mache ich das ganz gerne. Dass wenn ich sehe, yo, er war top ganken, ob er jetzt was bekommen hat oder nicht. Meist bekommen die halt auch nichts, weil die noch nicht mechanisch so gut sind. Und dann geht er da einfach hin und punisht ihn so, wenn es klappt. Wenn ihr nicht mega behind seid, ne? Ich würde aber fast sagen, das war's eigentlich. Ich sag mal so, ab dem Midgame ist der jetzt nicht mehr so präsent, der Jungler. Ab dem Midgame ist es halt schwer zu sagen, wo der Jungler ist. Der Q-Group dann öfter, um irgendwo Druck aufzubauen, um die Türme zu bekommen. Der wird irgendwie gucken, dass er irgendwie Farm kriegt. Er wird dann vielleicht auch den Lane-Farm nehmen. Das ist auch normal, weil die Laner nehmen dann ja auch den Jungle-Farm teilweise. Das ist ja völlig normal. Einfach, um so ein bisschen Druck zu haben. Und im Late Game kann man das eh nicht sagen. Dieses Regelwerk gilt eh nur für das Early Game. Das heißt, bis irgendwie in den ersten Tower gefallen ist. Das Early Game, sagt man, ist eigentlich vorbei, sobald zwei Outside Tower, Side Lane Tower tot sind. Also wie jetzt, der Tower ist tot und der. Also sobald zwei Tier 1, also Türme der ersten Stufe tot sind, sagt man, ist das Early Game eigentlich vorbei. Ab dann gilt dieser Guide halt nicht mehr. Dann farmt eh jeder, wo er will. Und es ist sehr von dem Typ Jungler abhängig. Die Assassine Master Yi zum Beispiel wird eher auf die Side Lane gehen, um da halt zu pushen. Aber zum Beispiel eine Talia wird eher in der Mitte bleiben, um da halt, weil die halt Wave Clear hat, zum Beispiel.
oder ein Eivern wird sich an den zum ADC gehen, um den zu beschützen. Also das gilt nur fürs Early Game und nicht fürs Mid Game. Aber das ist eigentlich alles gewesen. Ich denke mal, das war sehr hilfreich, auch für Nicht-Jungler. Das Video, der Guide ging sehr lange. Ich habe es versucht, kürzer zu machen. Aber da gibt es einfach so viel zu erzählen. Und ich denke mal, das Wichtigste habe ich auch gesagt. Zu den Spawn-Timern sage ich auch noch was. Die Buffs, wenn er die macht, dieser zum Beispiel, die respawnen alle 5 Minuten. Seht ihr hier? Diese Camps, die respawnen alle 2 Minuten, wenn er die macht. Da hat man ja keinen Timer für. Die Krabbe, die respawnt alle 2,5 Minuten. Der Drache respawnt alle 5 Minuten, genau wie die Buffs. Shelly, der jetzt ersetzt ist durch den Baron, weil Minute 20 ist erreicht. Respawnt alle, lass mich jetzt nicht lügen, 6 Minuten. Und Baron auch. Ne, Baron alle 5. Das sind die Spawn-Timer, damit ihr so ein bisschen planen könnt. Die haben das halt verringert, dadurch kann man auch nicht mehr wirklich alle Camps farmen. Gut, das war's aber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir haben sehr viel über den Jungle geredet. Lasst auch gerne mal ein Feedback da, auch im Stream, damit ich weiß, was sonst noch so erwünscht ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.